Wir kommen zum letzten Impuls. Die Vortragenden kommen schon, die wissen schon, was jetzt los ist. Martina Schwanzer, Projektkoordinatorin und zuständig für Naturraummanagement bei den österreichischen Bundesforsten, und Christian Freisel, Projektleiter im Team für ländliche Entwicklung und Naturschutz beim Umweltdachverband. Ihr beiden stellt uns vor, Biodiversität und multifunktionale Bewirtschaftung im Wald, die nächsten 5 Minuten oder so. Ich übergebe an euch. Danke. Vielen Dank. Ja. Wir werden uns bemühen, das wirklich in 5 Minuten jetzt kurz zu präsentieren. Es ist ein Lehrprojekt von den Bundesforsten als Projektträger in Kooperation mit vielen Partnern, eben auch mit dem Umweltdachverband, aber vielen weiteren, die ich noch vorstellen werde. Und der Titel Biodiversität und multifunktionale Bewirtschaftung im Wald, wir haben das heute schon öfter gehört in der Veranstaltung, auch der Gerald Pfiffinger hat es angesprochen, dieses Projekt, und ich möchte das jetzt kurz eben herzeigen. Es läuft derzeit noch, daher auch im praktisch mit aktuellen Ergebnissen. Um was geht es in dem Projekt? Was ist unser Projektgebiet? Wie man sieht, hier die Österreich-Karte mit den forstlichen Wuchsgebieten als Grundlage und der PFC-Regionen-Einteilung, also von dem Zertifizierungssystem, als praktisch Verschneidungsfläche hinaufgelegt, so dass wir hier neue im Prinzip räumliche Einheiten haben, und zwar das Wuchsgebiet mit der PFC-Region verschnitten. Und wir haben uns jetzt hier auf diese Modellregion PFC-Region 6 geeinigt, bei dem jetzt einige Wuchsgebiete schon vorhanden sind und man hier, so wie das von Gerald Pfiffinger vorher angesprochen worden ist, die Wichtigkeit des regionalen Ansatzes, diesen hier zum Beispiel in diesem Wuchsgebiet 4.2 in der PFC-Region 6 jetzt versucht, eben durch dieses Projekt erstmalig zu bearbeiten und wirklich ein regionales Leitbild eben zu bekommen. Sprich, da bin ich auch schon jetzt beim Ziel von diesem ganzen Projekt. Das Ziel ist ein auf Freiwilligkeit beruhendes Konzept zur Biodiversitätssicherung im Wald. Sprich, wir konzentrieren uns wirklich auf die regional gefährdeten rote Liste Arten und Lebensräume, was jetzt dann oft nicht die schönen Klubscharten sind, ja, die man gut verkaufen kann oder die gerne in den Magazinen abgebildet werden, ja, sondern da geht es dann um den Bergschnegel zum Beispiel, ja, oder das rotsternige Blaukehlchen. Ja. Genau. Genau, also da geht es ein bisschen um andere Arten, die vielleicht noch nicht so in den Fokus sind, aber eben hochgradig, wichtig, hochgradig gefährdet sind. Und der neue innovative Ansatz von dem Projekt eben ist jetzt dieser, dass wir einerseits mit unseren Projektpartnern, dem UBA und dem Institut Winker, hier wirklich Daten aus den roten Listen und auch Erhebungsdaten eben praktisch bekommen haben, die sie verschnitten haben, die sie analysiert haben auf Waldarten und hier regional im Prinzip zugeordnet haben. Und somit mit einer Handlungspriorität auch noch versetzt haben, sprich, man weiß, welche rote Listenarten besondere Handlungspriorität in dieser Region haben, beziehungsweise in Österreich haben. Eckdaten jetzt, weil klassisch LE-Projekt, Eckdaten zum Projekt. Wir sind Projektträger, die Laufzeit ist 2018 bis jetzt Ende 2023, relativ lang, erklärt sich aber auch leicht durch die Krisen und Corona-Krisen, die dazwischen waren, wo nichts stattfinden hat können. Es ist ein bundesweites Projekt in der ländlichen Entwicklung in der Vorhabensart 761c, also Studien und Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes im Bereich Forst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 370.000 Euro und das Projekt ist eben in 2 Module gegliedert. Einerseits eben diese Leitbildentwicklung, die jetzt gerade abgeschlossen worden ist, und geht dann in das Modul 2, wo wir dann ganz breit in die Öffentlichkeit gehen, in die Kommunikation gehen und somit praktisch hier eigentlich heute einmal eine kleine Premiere haben, um das Projekt einer größeren Gruppe vorzustellen. Ich habe schon erwähnt, der Umweltdachverband ist ein Partner von uns. Erfolgreich mit dem Projekt werden wir nur sein, wenn das bei den Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen ankommt, die ja diese freiwilligen Handlungsempfehlungen gerne durchführen können dann. Und hier eben haben wir als Partner, und das möchte ich kurz namentlich erwähnen, weil sie ja alle einen großen Beitrag leisten, einerseits die ProSilva, die BIOSA, das BFW, die LFBÖ, die LKÖ, PFC Austria, den PFC-Regionenbeauftragten aus der Steiermark, den Umweltdachverband und weitere ehrenamtliche Mitglieder, die im Projektbeirat zu diesem Projekt sitzen und sich teilweise aus Interessensvertretungen eben zusammensetzen. Und mit dieser Einleitung möchte ich jetzt schon an den
Christian übergeben, okay, der uns jetzt kurz noch in das Projektnismodul in die Ergebnisse einführen wird. Danke für die organisatorischen Dinge und wie das Projekt sozusagen geboren wurde, das wir ja schon seit 2017 sozusagen im Fokus haben. Wie du schon gesagt hast, es geht um regionalisierte Biodiversitätsleitbilder, die auf diese Wuchsgebiete, Forstling-Wuchsgebiete in der PfC-Region sozusagen ausgerichtet sind. Also ein wichtiges Ziel, das auch schon erwähnt wurde, ist etwas, was aus der Theorie kommt, in die Praxis umzusetzen. Und dazu haben wir sozusagen einige Schritte eingehalten, um verschiedene Module eben zu kreieren. Auf der einen Seite ist es dieses Leitbild, dieses sogenannte Leitbild. Bei der Leitbildentwicklung wurden eben diese methodischen Ansätze, Rote Listenarten sozusagen zuzuordnen den einzelnen Wuchsgebieten, ja durch Winker und das Umweltbundesamt sozusagen uns schon geliefert. Nach diesem methodischen Ansatz und der analytischen Auswertung haben wir dann mit Hilfe von Partnerorganisationen, also von Kooperationspartnern, speziell dem Bundesforschungszentrum für Wald, eben sogenannte Handlungsfelder, das sind Lebensraumkomplexe, definiert. Man kann sozusagen sagen, Moore, Sümpfe, Auwälder, das ist so ein Lebensraumkomplex und da lassen sich dann die Arten dann gut zuordnen. Danach wurde das Leitbild mit Maßnahmenvorschlägen einer sehr umfangreichen Liste in Excel-Form sozusagen aufgepeppt, wo man wirklich aus den Erfahrungen auch der Bundesforst in ihren Revieren schon schöpfen konnte, welche Maßnahmen für gefährdete Arten in welchen Handlungsfeldern bzw. Lebensraumtypen günstig sind. Das nächste war eine sozusagen Bewertung von diesen Maßnahmen. Das hat der ProSilva sozusagen dann vorgenommen, auch mit Hilfe von anderen Kooperationspartnern, um sozusagen die Praxistauglichkeit zu testen. Also was für Kosten sind zu erwarten, was ist ganz günstig, was kann man sozusagen in der normalen forstlichen Bewirtschaftung mitnehmen und was sind Dinge, wo man extra sich Förderungen oder Sonstiges abholen sollte. Und ja, die Folie zeigt es. Also grundsätzlich haben wir diese eine Säule mit den Matrix Maßnahmen für die bestimmten Lebensraumtypen, Walderhaltung von Renaturierung, also von der Erhaltung und die Renaturierung von Mooren, dann spielen Waldbäche eine große Rolle, Teiche und Dümpel im Wald, Wiesen, Offenlandmanagement ist da gefragt, auch die Forststraßen, wo auch die Bundesforst ein eigenes Projekt auch schon gemacht haben, spielen eine Rolle, Kleinstrukturen, aber auch die Bewusstseinsbildung, die Forschung. Demgegenüber haben wir eben diese Zuteilung der Arten. Da möchte ich dazu sagen, also bei den Arten meinen wir Pflanzen wie auch Tiere. Bei den Tierarten waren es ganze Gruppen. Da haben die Säugetiere, Kriechtiere, Lurche, Vögel, Schnecken, überall wo es sozusagen rote Listen gibt, die teilweise veröffentlicht, teilweise nicht veröffentlicht sind, sozusagen wurden da aufgearbeitet und nach einem speziellen Schema bewertet, und zwar nach der nationalen, nach der regionalen Verantwortlichkeit dieser Arten und den Gefährdungsgrad wurde eine Handlungspriorität sozusagen festgelegt und wir beschreiben sozusagen oder ziehen solche Arten, die eben nicht sehr bekannt sind teilweise, für unsere weitere Arbeit ziehen wir nur heran, weil sonst wären es ja viel zu viele rote Listenarten. Also die höchste Gefährdung haben, landen dort in der Betrachtung. Und die Maßnahmen, die wir für diese Arten festlegen und dann freiwillig hoffentlich umgesetzt bekommen bei den Bewirtschafterinnen, diese Arten stehen ja auch für andere Arten und nehmen sie sozusagen im Sog mit. Also so gewisse Umbrella-Arten können wir die auch nennen, so Schirmarten, die, wenn man die schützt, schützt man andere auch. Und da sind einige auch angeführt. Das Leitbild, das
sozusagen der erste Schritt in diesem Projekt war, das für jede für jedes forstliche Wuchsgebiet gemacht wurde, hat bestimmte sozusagen Adressaten oder eigentlich eher den Adressat in der Wissenschaft. Wir wollten aber sozusagen dieses Leitbild in Form von einem Handlungsleitfaden für jedes forstliche Wuchsgebiet auch an die eigentlichen Bewirtschafterinnen bringen, und zwar in einer Form, die eher verkürzt, also das Leitbild ist ja sehr umfangreich, das sind ja also an die 100 Seiten dieser Studie, und die Handlungsleitfäden sind dann sozusagen der Sukkus, also die Zusammenfassung, aber auch natürlich mit Zielen und methodischen Ansätzen, welche Maßnahmen ich für welche Arten oder Lebensräume ich machen kann. Wer durch das Leitbild angesprochen ist, habe ich schon eben gesagt, das ist eben die Beratungsebene eher, und die Handlungsleitfäden, die dann in der nächsten Folie vielleicht aufscheinen, also die sind dann wirklich die Instrumente, die die Waldbewirtschaftung in die Hand bekommen, gemeinsam mit Merkblättern über bestimmte Themengruppen oder Artengruppen, wie zum Beispiel Fledermäuse. Es gibt ein Merkblatt über Fledermäuse, es gibt ein Merkblatt über Moore, also da werden noch Lebensräume beschrieben, mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen oder Vorschlägen dafür. Und die sind für die Waldbewirtschafterinnen genannt, also vorgesehen. Und wer sozusagen die Federführung in der Verteilung, in der Beratung hat, das ist eben der Regionenbeauftragte für diese Region 6, der in der LKÖ sitzt und ist ein ganz wichtiger Kooperationspartner. Und wir versuchen eben über diese PfC-Regionen an so möglichst viele, weil es ja drei Viertel der österreichischen Waldfläche ist ja PfC-zertifiziert, an diese Bewirtschafterinnen heranzukommen, und in dieser Beratungsfunktion ist eben der Regionenbeauftragte die Schlüsselstelle. Weiters sind im Projekt Schulungen auf freiwilliger Basis vorgesehen, und wir werden auch Pilotbetriebe sozusagen suchen als Best Practice Beispiele, beziehungsweise gibt es da schon Vorschläge. Also wenn jemand einen Betrieb in dieser speziellen Region Steiermark, Kärnten hat, in diesen sechs, also es sind insgesamt sechs Bezirke, dann könnten Sie die natürlich auch und Interesse haben, bei dem Bundesforst melden für solche Best-Practice-Beispiele. Dann werden natürlich Synergien mit anderen Projekten, die sich mit solchen Aktivitäten beschäftigen, wie Biodiversität beobachten, zum Beispiel ist auch ein LE-Projekt, werden auch angestrebt und sozusagen diese zu nutzen. Ganz wichtig ist, dass dieses Pilotprojekt, wenn es erfolgreich ist, auch auf andere PfC-Regionen bzw. ganz Österreich ausgelegt wird. Und die Qualitätssicherung und die Öffentlichkeitsarbeit spielen natürlich auch eine große Rolle, vor allem im zweiten Modul, wo es dann eben Veranstaltungen in den Regionen gibt und auch die Bewirtschafter direkt vor Ort dann angesprochen werden können. Dazu sind natürlich alle herzlich eingeladen, auch die heute da sind, dann bei diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Und damit sind wir schon am Ende von unserer Präsentation von dem Projekt, und wie gesagt, man wird noch mehr davon hören in Zukunft. Wunderbar, Martina Christian, vielen, vielen Dank dafür. Eben eine kurze